Wir haben uns jetzt doch sehr intensiv Zeit genommen, um viele Gespräche zu führen, haben aber letztendlich den Schluss gezogen, dass wir das, was wir mit Thomas Letsch mit März begonnen haben, fortsetzen wollen. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit hier begonnen. Er kennt die Mannschaft mittlerweile sehr gut, er kennt den Club sehr gut. Wir haben einen sehr, sehr klaren Plan entwickelt. Und in der Abwägung aller Themen, die wir sozusagen in den Gesprächen mitgenommen haben, haben wir ganz klar für uns erkannt, dass Thomas Letsch in der Situation, in der wir jetzt sind, für uns die beste Lösung ist. Und da sind wir sehr froh, dass wir uns einigen konnten. Wir haben jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag abgeschlossen mit einer Option auf ein drittes Jahr. Ja, ich denke, es ist wichtig, sich in Ruhe zu überlegen, was die beste Entscheidung ist für alle Seiten. Und ich freue mich, dass wir uns geeinigt haben und dass ich diese aus meiner Sicht extrem spannende Aufgabe für die Zukunft mit der Austria angehen darf. Ich habe dann in einer Funktion als Vorstand und Wolfgang Katzin als Aufsichtsratspräsident in den letzten Wochen sehr viele Gespräche geführt, Einzelgespräche. Wir hatten heute noch einmal eine kleine ausgewählte Runde mit einigen Aufsichtsräten gemeinsam mit dem Thomas Letsch, weil es den Leuten auch sehr wichtig war, im persönlichen Gespräch mit ihm seine Ideen zu diskutieren. Thomas Letsch hat das total positiv aufgenommen, freut sich darüber, weil er gesagt hat, ich möchte alle in das Boot mitnehmen, wir haben etwas, was wir gemeinsam schaffen können, und das haben wir heute gemacht, und jetzt können wir auch stolz verkünden, dass wir uns geeinigt haben, die Verträge sind unterschrieben, und daher können wir es auch publizieren und freuen uns sehr, dass wir mit dem Thomas gemeinsam diesen Neustart gestalten werden. Wie gesagt, heute ein sehr wichtiger Tag, weil wir den ersten Pflock mit der Bestellung von Thomas für die nächsten zwei Jahre quasi abgeschlossen haben. Aber auf uns wartet jetzt sehr viel Arbeit, was den Kader betrifft, und das werden wir jetzt angehen. Die Austria ist ein super Verein. Wenn ich hier stehe im Stadion und sehe die fantastischen Bedingungen, die wir haben, plus all das, was ich hier bisher schon erfahren habe, dann ist hier ein Riesenpotenzial im Verein. Uns ist klar, so wie jetzt diese so gelaufen ist, dass das nicht alles optimal war, und diese Dinge haben wir analysiert, haben wir aufgearbeitet, und ja, das jetzt in Angriff zu nehmen mit einer schlagkräftigen Truppe im neuen Jahr hier in einem super Stadion, das ist ein super Reiz, und da freue ich mich riesig drauf. Der Neustart wird in jedem Fall zu spüren sein, weil wir stehen hier jetzt auf der Osterbühne der neuen Generalarena. Die Mannschaft wird rund um den 18. Juni hier in der neuen Generalarena auf den neuen Trainingsplätzen, in der neuen Kabine mit neuen Möglichkeiten sozusagen das Training aufnehmen. Aber klar ist auch, dass wir den Kader umbauen müssen. Das passiert, dass Verträge auslaufen, wir hier nicht verlängern konnten. Das ist, dass wir gewisse Optionen nicht ziehen, und daher müssen wir natürlich jetzt alles daran setzen, dass wir möglichst weit schon den Kader rund um den Trainingsstart entwickelt haben, weil für uns zählt jeder Tag. Aber es ist wirklich so ein Neustart, den wir anzunehmen haben. Sicherlich mit dem bitteren Beigeschmack, dass wir hier in der neuen Generalarena im nächsten Jahr keine Europacup-Spiele erleben können. Auf der anderen Seite ist das sicherlich auch eine Chance, uns weiter zu stabilisieren und auch in dieser neuen Bundesliga mit dem neuen Liga-Format wirklich diesen Neustart anzugehen. Ja, ich glaube, jeder Trainer hat gewisse Vorstellungen und Wünsche. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist, aus den Spielern, die wir haben, plus den neuen Spielern, eine Mischung zu finden, die ausgewogen ist, die sowohl fußballerisch eine gewisse Qualität hat, und da muss der Anspruch hoch sein bei der Austria, und auch, dass es Typen sind, dass wir ein richtiges Team sind mit Jungs, die bereit sind, alles zu geben für die Austria, denn ich glaube, so wie es für mich oder für den ganzen Staff gilt, gilt es auch für die Spieler, es muss eine Ehre sein, für die Austria zu spielen und hier bei diesem spannenden Projekt dabei zu sein. Thomas hat jetzt schon einerseits den bestehenden Kader sehr, sehr gut mit uns analysiert, auch Positionen definiert. Er hat sich eigentlich immer so verhalten, und das ist ihm sehr, sehr hoch anzurechnen, als würde er sozusagen fix schon in diese neue Phase, das ist das, was wir heute fixiert haben, mit uns gehen. Das heißt, wir haben sehr, sehr konkrete Vorstellungen, wir sind auch laufend unterwegs, wir haben auch am letzten Wochenende wieder einige Spiele und Spieler beobachten können. Wir führen natürlich auch Gespräche mit den diversen Spielervertretern und Spielern,
und sind guter Dinge, dass wir auch hier bald den einen oder anderen Abschluss machen können. Wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass wir im nächsten Jahr nicht europäisch spielen und da schon der eine oder andere Spieler auch dabei war, der natürlich auch hier europäisch spielen möchte, und dieses Pfund fällt uns in der nächsten Saison weg. Natürlich ist der Anspruch bei der Austria immer Titel zu holen, aber ich denke, es wäre falsch, jetzt herzustehen und sagen, jawohl, wir wollen jetzt nächstes Jahr unbedingt das Double holen. Wichtig ist für mich, dass es Schritte nach vorne gehen, und wir müssen uns auch hohe Ziele setzen. Das ist nächstes Jahr ein neuer Modus, und ich sag's mal so, die Austria muss da in der Tabelle sein, wo sie hingehört.